Guten Tag, mein Name ist Klaus Michael. Ich bin Energieberater im Niedrigenergieinstitut in Detmold und ich zeige Ihnen heute ein Energieberatungsvideo über die nachträgliche Wärmedämmung von Außenwänden mit Luftschicht. Dazu schiebe ich mich erstmal auf die Seite und mache mich klein, dass Sie die Präsentation gut sehen können. So. Luftschicht wird oft missverstanden, weil es gibt verschiedene Arten von Luftschichten an Wänden. Deswegen erstmal ein kurzer Überblick über die Art von Außenwänden, über die wir heute reden wollen. Nicht, dass Sie sich das falsche Video angucken. Fangen wir links an. Das ist einschaliges Mauerwerk, verputzt, enthält keine Luftschicht. Behandeln wir heute nicht. Dies ist einschaliges Mauerwerk mit einer Bekleidung davor, Holz, Schiefer, Blech, Eternit. Es enthält eine Luftschicht, das behandeln wir heute aber auch nicht. Dies ist sogenanntes zweischaliges Mauerwerk, Hintermauer und Klinker, können auch verputzt sein, mit einer Luftschicht. Die behandeln wir heute auch nicht. Dazu gibt es schon ein separates Video, zweischalige Außenwände dämmen. Dies ist eine zweischalige Außenwand, auch mit Luftschicht und schon mit Dämmung drin, also sowas Ähnliches wie das hier, aber besser gedämmt. Ist aber auch ein anderer Fall, behandeln wir heute auch nicht. Gehört auch in das andere Video, zweischalige Außenwände dämmen. Das hier ist die Bauart, die wir heute behandeln. Zweischaliges Mauerwerk mit einer richtig großen Luftschicht innen drin. 6, 7 cm, manchmal sogar 8 cm dick. Dieses behandeln wir heute. Und diese Bauart von Holzhäusern behandeln wir heute auch nicht. Also. Die fünf behandeln wir nicht und nur diese behandeln wir heute. Sollten Sie eine andere Wand haben, müssen Sie ein anderes Video angucken. Was ist das Merkmal eines Luftschichtmauerwerks und woran erkennt man, ob man eines hat, wenn man es nicht sicher weiß? Merkmal ist, dass es eine Innenmauerschale gibt, auf der auch die Zwischendecken aufliegen, und eine Außenmauerschale, die mit großem Abstand davor steht. Hier ist mal ein Baustellenfoto, wo so eine Wand gerade angeschnitten worden ist, weil man ein größeres Fenster haben wollte. Da sieht man den Aufbau. Diese Mauerwerksbauart war zwischen 1900 und 1965 in Norddeutschland, bei uns hier in der Gegend, auch im Münsterland, woanders kenne ich mich nicht aus, ne, stark verbreitet. Und sie ist typischerweise 31, 32, 33 Zentimeter dick. Also der erste Test, um rauszukriegen, ob Sie so eins haben, ist: Nehmen Sie mal einen Zollstock, machen Sie das Fenster auf, messen Sie von Außenkante bis Innenkante und gucken Sie, ob Sie in dem Bereich liegen. Selten ist er auch dicker, wenn die Innenmauerschale bei dem großen Haus zum Beispiel nicht nur 11,5, sondern 17,5 oder 20 oder 24 Zentimeter dick ist. Auch da kann es vorkommen, dass außerhalb von dieser dickeren Innenmauer eine so dicke Luftschicht noch vorhanden ist. Der bei uns typische Aufbau ist 1 bis 2 cm Außenputz, das ist verkehrt umgezeichnet, 11,5 eine Mauerschale, 5 bis 6 bis 7 bis 8 Luftschicht, 11,5 die andere Mauerschale und 1 cm Innenputz. Wenn nicht Sichtklinker ist, wenn außen Sichtklinker ist, entfällt natürlich der Außenputz. Wenn man nicht weiß, ob man bei seinen 32 cm Mauerwerksdicke ein Luftschichtmauerwerk oder ein 30er Vollstein mit Putz hat, dann nimmt man am besten eine Bohrmaschine mit einem Steinbohrer und bohrt. Also der muss mindestens 16, 17 cm lang sein und bohrt damit von einer Seite mal in die Wand rein. Nicht direkt neben dem Fenster, denn da ist die Mauer ums Eck gemauert. Da hat man überall nur Stein, sondern irgendwo wenigstens 30 cm von Fenster oder anschließender Wand entfernt. Und wenn man dann nach 10 bis 12 oder nee, nach 12 bis 14 cm Bohrtiefe, nachdem man durch den Innenputz durch ist und durch den inneren Stein durch ist, plötzlich 5 bis 6 cm vorruckt, hat man den Hohlraum getroffen und weiß, man hat ein Luftschichtmauerwerk. Wenn man dann perfekt analysieren will, leiht man sich ein kleines Bauendoskop aus, steckt das in das Loch rein und guckt in dem Hohlraum spazieren, ob der Hohlraum auch überall vorhanden ist und nicht mit Müll vollgeschüttet oder mit Bauschutt oder nicht schon gedämmt, ne? Und das macht man dann, bevor man eine Sanierung vornimmt, an mehreren Stellen.
Man guckt dabei zum Beispiel auch oberhalb des Rollladenkastens rein, ob der Rollladenkasten nach oben offen ist. Das könnte dann später, wenn man da Dämmstoff reinschüttet, zu Komplikationen beim Rollladen führen. Man guckt, wenn man einen Anbau hat, auch an den Übergang, wie das Haupthaus an den Anbau angebaut ist, ob da eine offene Fuge besteht oder nicht, ne? Und an verschiedenen anderen Stellen noch. Also wie gesagt, normalerweise 32-33 cm Mauerdicke. Probebohrung ist die sicherste Methode, es herauszukriegen. Man kann die Probebohrung auch von außen machen, durch den Klinker durch, durch die Klinkerfuge, wenn man innen nicht Baustelle haben will. So, was kann man nun tun, wenn man so ein Luftschichtmauerwerk hat? Es gibt verschiedenste Varianten der Wärmedämmung, erschrecken Sie nicht. Sie müssen sich da durchkämpfen, denn Sie wollen ja die für Sie optimale herausfinden. Fangen wir links an. Das ungedämmte Luftschichtmauerwerk hat einen, jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Seite gehen, einen U-Wert, also eine Wärmedämmeigenschaft von 1,2 bis 2,3. Ziemlich große Bandbreite, jedenfalls aber sehr schlecht. Gut gedämmte Wände haben 0,2 und weniger. Ne? Ist also eine sehr kalte Wand im ursprünglichen Zustand. Man hat die auch nicht so gebaut, weil man damit sich Dämmeffekte erhofft hat, sondern weil man in dieser Zeit sparen wollte und Angst hatte, dass die Feuchte vom äußeren Regen bis innen durchschlägt bei einer sehr dünnen Mauer, dass die Wand also innen feucht wird und diese Luftschicht hat für Trockenheit gesorgt, nicht für Wärmeschutz. Ne? Ja. Wenn diese Luftschicht unten eine Belüftungsöffnung hat, das erkennt man auf der Bauzeichnung an so einem durchgekreuzten Stein, da gibt es ja ab und zu so einen Spalt, wo Luft reinströmen kann von außen. Und wenn sie oben zum Dachboden auch offen ist oder rund um die Rollladenkästen undicht ist nach außen hin, ne? Also wenn sie mit Außenluft durchströmt ist, dann haben wir diesen hohen U-Wert. Wenn die Luftschicht unten dicht abgeschlossen ist, an den Fensterbänken und Rollladenkästen dicht abgeschlossen ist, am Zwischendeckenanschluss zu einer Holzbalkendecke zum Beispiel dicht abgeschlossen ist und oben auch abgedeckt ist, dann kommen wir auch bei so einem sparsamen Aufbau auf einen U-Wert von etwa 1,2. Was aber nicht toll ist, weil gute Wände haben 0,1 bis 0,2. Sehr gute Wände haben 0,1, also das ist schon ganz hervorragend, ne? Und 0,2 ist eine gute Wand, 0,3 ist schon mittelprächtig heute. So, was kann man nun machen, wenn man so eine Wand hat? Das Allereinfachste ist, man kann den Hohlraum verfüllen. Dann hat man 6 bis 8 cm Einbautiefe zur Verfügung und wie das geht, erzähle ich nachher. Damit kriegt man gegenüber dem ursprünglichen Zustand schon eine erhebliche Verbesserung hin. Und der Aufwand ist deutlich übersehbar. Also bei uns in Detmold kostet hier Einblasen im Einfamilienhaus einmal außenrum 30, 35 Euro im Quadratmeter, ne? Und damit kriegen Sie mehr als eine Halbierung des Wärmedurchgangs hin. Das ist also eine sehr rentable Maßnahme. Dieser niedrige U-Wert wird unabhängig davon erreicht, ob das vorher luftdurchströmt war oder nicht luftdurchströmt war, weil nachher ist es sicherlich nicht mehr luftdurchströmt, wenn der Dämmstoff drin ist, ne? Aber Sie, ja. Also wenn Luftschichtmauerwerk ist Hohlraumverfüllung. Das Erste, was angesagt ist, es kann einen Hinderungsgrund geben, den will ich ganz früh schon sagen. Wenn Sie das Haus außen verputzt haben, also nicht Sichtklinker, sondern Putzaußenoberfläche, gibt es solche Häuser, die wurden in den 1960er Jahren außen mit einem Kunststoffanstrich, mit einer sogenannten Elefantenhaut beschichtet. Davon hatte man sich erwartet, dass die Wand trockener wird, weil das Regenwasser nicht mehr in den äußeren Stein eindringen kann. Dies hat sich als völliger Denkfehler herausgestellt. Die Wände sind eher nass geworden, weil durch eine wasserdichte, dampfdichte Kunststoffanstrich die Wand auch nicht mehr nach außen abtrocknen kann. Sollten Sie so eine Elefantenhaut außen drauf haben, müssten Sie die vorher erst entfernen oder perforieren, denn bei einer gedämmten Wand, wo der Luftspalt nicht mehr zur Abtrocknung funktioniert, weil er verfüllt ist mit Dämmstoff, müssen Sie die Feuchte durch Diffusion nach außen rauskriegen. Wenn Sie herausfinden wollen, ob Sie eine solche Elefantenhaut haben, nehmen Sie einen kleinen Dreieckspachtel, schaben Sie den äußeren Putz ab, bis Sie am Stein angekommen sind und beobachten Sie, ob alles, was Sie da abschaben, immer nur mineralisch krümelig ist. Das ist dann halt Putz und Farbe. Das
krümelt ja alles, wenn man es abschabt, oder ob sie da etwas unter ihren Spachtel kriegen, was sich wie eine Folie anfühlt. Also der Begriff Elefantenhaut, dieser umgangssprachliche Begriff, dieses Haut, also was Weiches, Biegbares, ne? Folien, Schicht, also Schichtbildendes, ist eigentlich ein ganz guter Hinweis drauf. Wenn Sie sowas haben, fragen Sie notfalls nochmal einen erfahrenen Maler, der kann das noch sicherer erkennen. Und das müssten Sie jedenfalls abmachen, bevor Sie eine Hohlraumdämmung im Luftschichtmauerwerk machen, weil dies sonst die Abtrocknung nach außen zu stark behindern würde. So, also das war jetzt der erste Fall, Hohlraumverfüllung. Ne? Welche Materialien Sie da reinfügen kommen, erkläre ich gleich noch. Da Sie damit aber nur auf einen U-Wert von 0,4 bis 0,5 runterkommen, ist es noch nicht so arg doll. Es ist schon gut gegenüber vorher, weil vorher war es grottenschlecht, ne? Aber es ist noch nicht wirklich sehr gut. Deswegen sollte man sich auch überlegen, ob man außer einer Hohlraumverfüllung vielleicht noch mehr macht. Zum Beispiel ergänzen mit einer Außendämmung, wie man sie ja an jeder Mauerwerkswand machen kann. Und dabei dann auch die Wärmebrücken hier beachten. Man könnte sich auch überlegen, nein, die Hohlraumdämmung will ich nicht machen, ich lasse den Hohlraum hohl, mache nur eine Außendämmung hin. Es könnte sich zum Beispiel anbieten, wenn der Putz von der Wand so schäbig ist, dass Sie den Putz sowieso komplett abschlagen oder irgendwas vollflächig sanieren, also das Gerüst steht und die ganzen Nebenarbeiten dafür ohnehin fällig sind, dann können Sie anlässlich der Putzsanierung auch gleich eine Außendämmung anbringen. Ne? Weil Sie die Kosten für Putz und Anstrich und Gerüst dann schon sowieso haben. Ne? Wenn Sie nur eine Außendämmung machen, ist das Allerwichtigste, dass Sie vorher prüfen, ob diese Luftschicht zum Rollladenkasten nach unten oder nach oben offen ist. Denn die Außendämmung würde Ihnen nichts nützen, wenn die kalte Außenluft nach wie vor durch Ihre Mauer durchweht. Wenn Sie also die Variante nur Außendämmung machen wollen, müssen Sie die Luftschicht zumindest in alle Richtungen abdichten, dass keine Außenluftdurchströmung mehr stattfinden kann. Alternativ zu kein Hohlraum, sondern nur auf einer Außenseite wäre noch nicht außen, sondern innen dämmen. Das kann in Frage kommen, wenn Sie außen Sichtklinker haben, den Sie schön finden, oder außen einen tadellosen Putz haben, den Sie gar nicht anfassen wollen und verändern wollen. Und wenn Sie innen aber zum Beispiel schäbigen Putz, olle Tapeten haben, also das Haus sowieso grundsanieren und alle Innenoberflächen anfassen. Oder die alten Tapeten wegreißen oder sonstige Verkleidungen wegreißen, die da vielleicht sind. Dann könnte es auch sein, dass die Montage einer Innendämmung einen geringeren Mehraufwand darstellt, und natürlich dann den Wärmeschutz auch verbessern kann. Wie man Innendämmung machen kann, erkläre ich gleich noch ausführlicher. Mit den üblichen Innendämmungen kommen Sie aber auch nicht arg weit runter. Also nur Innendämmung bei Luftschicht offen, also mit Luft drin oder schlimmstenfalls sogar noch belüftet, bringt sie nur in diesen U-Wertbereich runter. Natürlich hängt es von der Dicke und dem Material ab, das Sie da verwenden, aber ich habe jetzt mal nur die üblichen Innendämmstärken 5, 6, 7 cm oder weniger sogar noch angenommen. Auch bei der Variante keine Außendämmung gibt es natürlich die Kombinationsmöglichkeit Hohlraum verfüllen, dann haben Sie hier jetzt schon mal 6 bis 8 cm Dämmung drin und dann noch eine Innendämmung. Dann kommen Sie wieder in einen ganz anständigen Dämmstoffbereich, U-Wertbereich am Ende runter. Es gibt also eine ganze Anzahl von Möglichkeiten. Der erste Schritt ist meistens Hohlraum und wenn einem das nicht genügt oder wenn man das nicht will, kann man außen und innen zusätzlich dämmen. Halt. So, jetzt will ich Ihnen mal die verschiedenen Varianten immer mit ein paar Beispielen zeigen. Das ist die Variante Einblasdämmung beim verputzten Luftschichtmauerwerkshaus und beim verklinkerten Luftschichtmauerwerkshaus. Sie funktioniert so, dass man in die Außenwand in gewissen Abständen, je nach Dämmstoff, weiter auseinander oder enger beieinander, Löcher bohrt, etwa solches Durchmessers, in die man mit Schlauch und Überdruck den Dämmstoff einbläst. Die verschiedenen Dämmstoffe, auf die ich gleich komme, lassen sich unterschiedlich gut mit wenig Löchern durch wenig Löcher einblasen. Also manche breiten sich hinter dem Loch nur sehr begrenzt aus, wie Steinwolle, die fängt dann an zu verstopfen.
Andere fallen nur nach unten wie Perlite durch Schwerkraft und bilden dann so Schüttkegel, sodass man die Löcher so anordnen muss in der Fassade, dass die Schüttkegel am Ende sich alle überdecken und eine durchgehende Dämmstofffläche bilden. Und der heute häufigste Dämmstoff, kleine Styroporkügelchen, die sind so leicht und kullerig, dass sie freiwillig eigentlich um alle Ecken rollen, sodass man damit sehr wenig Bohrlöchern sehr große Flächen verfüllen kann. Die Tücke der Kügelchen ist natürlich, dass sie auch, wenn es ein Loch hat, gerne herausrollen, sodass man die Luftschicht an den Öffnungen, wo sie woanders hinführt, also Rollladenkasten, Zwischendeckenanschluss, Anbau, oder auch hier die Dachkante hinten, halt, ich muss das jetzt mit der Maus machen, meine Finger sehen Sie nicht, wenn hier die Luftschicht nach oben offen sein sollte oder hier oben irgendwo, dass es da nicht nach oben dann rausquillt. Also Einblasdämmung in den Hohlraum ist die erste Variante. Was gibt es dafür für Materialien? Ich habe hier mal fünf Materialien abgebildet. Erster Hinweis: Zellulose, den Sie als Einblasdämmstoff vielleicht von Dachbauteilen oder von Holzhäusern kennen, kommt nicht in Frage fürs Luftschichtmauerwerk. Weil im Luftschichtmauerwerk wird es vorübergehend feucht im Winterhalbjahr, wenn Wasserdampf durchwandert, und Zellulose kann es nicht ab, wenn sie vorübergehend feucht wird. Die kann man also gerne im Dach und im Holzbau verarbeiten und Decken irgendwie, aber nicht in der Außenwand. In Frage kommen, das älteste Produkt, was wir schon seit den 50er Jahren dafür auf dem Markt haben, ist Perlite. Perlite ist eine mineralische kleine Krümel, die aus Vulkangestein bestehen, weil Vulkangestein die Eigenschaft hat, dass es durch die Hitze des Vulkans schon schaumartig ist. Es ist also nicht durchgehender Stein, sondern es sind lauter kleine Schaumbläschen. Ne? Also unter dem Mikroskop sieht man das so, wenn man es in die Hand nimmt, ist es bloß ein Pulver, also ein ja, bisschen gröberes, wie grober Zucker ungefähr. Ne? Ja, war früher stark verbreitet, kann man hier in der Vulkaneifel abbauen und dann malen. Hat sich aber nicht mehr so durchgesetzt, weil die Befüllung der Hohlräume damit nicht so einfach ist, weil es eben etwas schwerer ist und scharfkantig ist und dadurch sich nicht so gut im Hohlraum ausbreitet wie diese runden Kügelchen. Dann gibt es schon lange Steinwolle als Einblasdämmstoff. Der hat die angenehme Eigenschaft, dass er nicht nach unten wegrutscht, weil er durch seine eigene Elastizität sich in dem Spalt verkeilen kann man nicht sagen. Verstopft, ne, einfach. Hat aber den Nachteil beim Einbau, dass er rund um das Bohrloch rum irgendwann verstopfen anfängt und deswegen braucht man viele Bohrlöcher in der Wand, um eine große Fläche damit gleichmäßig zu füllen. Und man weiß nicht mal sicher, ob man sie immer vollkriegt, weil es breitet sich halt irgendwo in dem nicht einsehbaren Hohlraum aus und wenn es dann irgendwo nicht hinrutscht, hat man halt ein bisschen Pech gehabt. Ne? Ja, und das sind die Styroporkügelchen, die man heute überwiegend verwendet. Jetzt hier in Grau abgebildet, die gibt es auch in Weiß. Die so 5 mm Durchmesser haben und halt wie verrückt herumrollen in dem Hohlraum und damit sich sehr leicht einbauen lassen. Es gibt noch, das habe ich jetzt auf dem separaten Foto gezeigt, Schaum. Man kann in solche Luftschichtmauerwerkswände kleine Löcher bohren, noch kleinere als beim Einblasdämmstoff, und da einen Zwei-Komponenten-Schaum einsprühen, der dann im Hohlraum reagiert und sie aufquillt und den Hohlraum da reindrückt. Ne? Und wir hatten eine sehr gute Dämmwirkung. Ja, wird im holländischen Bereich an der Grenze zu Holland viel angeboten, bei uns hier in Ostwestfalen nicht so häufig. Das sind die Dämmstoffe, die Sie für die Hohlraumverfüllung verwenden können. Wenn man Ihre Eigenschaften mal nebeneinander stellt, kann man sagen, okay, wie gut isolieren Sie, was ist Ihre Wärmeleitung, wie verhalten Sie sich beim Brandschutz, beim Schallschutz, was ist die Einbautechnik und was ist bezüglich Feuchte in der Wand zu beachten. Ne? Also Perlite hat eine etwas höhere Wärmeleitfähigkeit, ist also isoliert nicht so gut wie die anderen Dämmstoffe. Deswegen wird Perlite auch heute aus der öffentlichen Förderung nicht mehr gefördert. Ne? Das ist auch ein Nachteil. Es erfüllt allerdings Brandschutzanforderungen gut. Wobei die zwischen zwei Steinen nicht wirklich wichtig sind, weil wie soll die Flamme zwischen zwei Mauerschalen gelangen? Ne? Aber es ist ein nicht brennbares Steinmaterial. Ne? Schallschutz ist gering, weil es spröde, also hart ist und nicht elastisch. Montage einblasen und diffusionsoffen, also Dampfdiffusion kein Problem.
Steinwolleflocken gibt es in besseren, also niedrigeren Wärmeleitfähigkeitsgruppen. 0,35 bis 0,40 kann damit auch gefördert werden. Ist vom Brandschutz her auch gut, kann auch nicht brennen, spielt aber auch keine Rolle, wie gesagt. Ist vom Schallschutz immerhin mäßig, weil es ein elastisches Material ist, was auch ein bisschen akustisch dämpft. Wird eingeblasen, ist auch dampfoffen. Styroporkügelchen sind ein bisschen wärmer noch, also wie im warmen Bereich der Steinwolle. Bieten keinen Brandschutz. Styropor brennt grundsätzlich. Ist zwar schwer entflammbar, aber brennt. Schallschutz gering, weil ganz leicht, ne? Also auch nicht sehr elastisch. Und auch dampfoffen. Der Schaum, den man auch verwenden kann, hat die besten Wärmedämmwirkungen. Bietet keinen Brandschutz, aber wie gesagt, braucht man nicht. Geringeren Schallschutz, weil es auch ein sehr leichtes Material ist und wird eben geschäumt. Ja, so für die Materialeigenschaften für die in den Hohlraum einblasbaren oder einschäumbaren Dämmstoffe. So, jetzt kommt. Wenn Sie eine zusätzliche Außendämmung montieren wollen, können Sie dafür alle die Baustoffe verwenden, die Sie auch beim Neubau bei der Außendämmung verwenden oder bei einschaligem Mauerwerk, ne? Also Hartschaum, Polystyrol, Hartschaum ist das häufigste, was man heute verwendet. Steinwollplatten, Brandschutz, Schallschutz besser, ne? Oder Holzweichfaserplatten, das sind eigentlich die üblichen Dämmstoffe für zusätzliche Außendämmungen auf Putz- oder Klinkermauerwerk. Ne? Geklebt und gedübelt. Dieses Bild hier zeigt jetzt nur geklebt, weil es gerade ein Neubaufoto ist, aber im Altbau würde es so ähnlich aussehen. Seltener verwendet man Kork für Außendämmungen. Wir haben nicht so viele Korkbäume. Phenolharz, Hartschaum, das ist ein spezieller Hartschaum, der noch besser dämmt, aber dafür wasserempfindlich ist. Polyurethan-Hartschaum könnte man auch verwenden, ist auch nicht so üblich. Und dann gibt es noch Mineralschaumplatten, ganz leichte Steine, die sehr gute Dämmwirkungen haben, aber nicht so gut wie der normale Dämmstoff. Wenn man die Außendämmung nicht als verputzte Außendämmung, also als Wärmedämmverbundsystem, sondern als hinterlüftete Fassade gestaltet, wo die Dämmung auf die Mauer gemacht wird und dann gibt es eine Luftspalt und davor gibt es eine wasserabweisende Fassadenplatte, kann man noch mehr Dämmstoffe verwenden. Steinwolle und Glaswolle, Holzweichfaserplatten, Holzfasermatten. Und kann diese Fassade dann natürlich ganz unterschiedlich gestalten mit Holzvertäfelung, mit Kunststoffplatten oder mit Metallverkleidung oder Eternitverkleidung. Das kennen Sie ja vom Altbau. Das hat man früher immer schon an Giebelwänden oder an stark beregneten Wänden gemacht, dass man eine hinterlüftete Fassade macht, die einfach vom Wasserschutz und vom Wetterschutz her das Optimum ist für jedes Haus. Und dahinter kann man dann eben auch weiche Dämmstoffe verarbeiten, wie man hier auf diesem Baustellenbild sieht. Das sind hier so Steinwollmatten, die eben zwischen irgendwelche Holzlatten montiert werden, ein- oder zweilagig, und dann ist nochmal ein Luftspalt davor und dann kommt eine Fassadenplatte davor. Das kann man also mit Luftschichtmauerwerk als zusätzliche Außendämmung auch gut kombinieren. Die Materialeigenschaften sind hier ähnlich, nur dass eben die weichen Matten hier noch dazukommen, die man zwischen Holzlatten einbauen kann. Und hier kann man auch Zellulose-Dämmstoff verwenden, weil das ja durch die Luftschicht außen vor der Nässe auch geschützt ist. Ja, wenn man die Dämmung der Luftschicht mit einer Innendämmung kombiniert, das haben wir in diesem älteren Gebäude in Detmold gemacht, zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht. Denkmalgeschützt, außen durften wir nicht. Dann gibt es dafür als meiner Ansicht nach am besten geeignetes Material diese Mineralschaumplatten. Das sind, Sie kennen vielleicht Yton als Stein, so einen ganz leichten Stein, ne? Auch als ein mineralischer Stein, aber wenn man den Stein noch leichter macht, mit noch mehr Poren drin, sodass er sich nicht mehr als tragender Stein eignet, dann eignet sich solche Platten als Dämmstoffplatten. Also Mineralschaum heißt, es ist aus einem Rohstoff, der eigentlich wie ein Stein, aber eben in der Zubereitungsform, dass es ganz viele Luftporen enthält und damit gut dämmt. Und diese Mineralschaumplatten werden bei der Innendämmung auf so einen Zahnspachtel auf den alten Putz direkt aufgezogen. Die müssen großflächigen Kontakt zum dahinterliegenden Putz haben. Da müssen alle alten Tapeten und Anstriche vorher weg, ne? Weil Feuchtigkeit, die hier von der Innenraumseite her in diesem Dämmstoff
durchwandert, durch diesen Dämmstoff wandert und dort wegen der Abkühlung nach außen hin vielleicht schon ein bisschen auskondensiert, die Feuchte weiterleiten können muss über diesen Kleber in den Putz der alten Mauer und durch deren Steine noch weiter nach außen. Also das nennt man dann kapillaraktiv. Die Feuchte wird durch die ganzen Schichtaufbau nach außen weitergeleitet, um nach außen abtrocknen zu können. Ne? Man dürfte da also keinesfalls irgendeine feuchtigkeitssperrende Schicht dazwischen machen oder auch keine Luftkammern dazwischen lassen, keine großen, weil über Luft kann die Feuchte nicht so hin, die Nässe nicht hinwegspringen. Die Nässe muss von Stoff zu Stoff direkt kapillaraktiv weitergeleitet werden. Also nach außer solchen Mineralschaumplatten kann man auch Hartschaumplatten, also Styropor, Polyurethanschaum, innen als Innendämmung verwenden. Da die nicht diese Kapillaraktivität haben, ist es dann wichtig, darauf zu achten, dass von der Raumseite her möglichst wenig Feuchte in diese Innendämmung eindringt. Also dazu muss man dann innenseitig eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre einbauen. Man könnte das auch mit Mineralwolle machen bei einer Innendämmung, wo man dann auch eine Luftdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse braucht. Und man kann natürlich allerdings nur mit geringerer Wirkung innen einen dicken Dämmputz auftragen. Ein Dämmputz ist ein Putz, der in den Putz eingemischt dämmende Krümelchen hat, also Schaumkörnchen, also Bimsstein oder Styroporkörnchen oder sowas, ne? Um eben Luftkammern zu bilden, weil die Luftkammern sind das, was eigentlich die Dämmwirkung hervorbringt. Das mineralische Material selber leitet, aber die vielen kleinen Lufthohlräume dämmen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist empfehlenswert, das sind diese Mineralschaumplatten, die es von verschiedensten Herstellern gibt, in unterschiedlichen Dicken und der jeweils zugehörige Kleber, das ist ganz wichtig, mit direktem Feuchtekontakt zur Hinterwand. Ja, für Innendämmung gibt es dann diese Stoffe. Die Mineralschaumplatten haben leider keine so gute, also so geringe Wärmeleitfähigkeit wie die üblichen Dämmstoffe. 0,45, 0,65, im Unterschied zu vorhin 0,35, sowas, ne? Weil es eben aus Steinen hergestellte Materialien sind. Ne? Vom Brandschutz her ganz positiv, die können nicht brennen. Ne? Vom Schallschutz her gering, weil sie hart sind und nicht elastisch. Und sie müssen aufgeklebt werden, sind eben kapillaraktiv. Macht man Innendämmung aus reinen Dämmstoffen, die nicht kapillaraktiv sind, dann muss man eben immer raumseitig abdichten und kann dafür etwas höhere Dämmstoffqualitäten nutzen. Also höhere Dämmwirkungen nutzen. Ja, bei all den Varianten taucht die Frage auf, wie gut soll man dämmen? Ne? Aus Sicht der Heizkostenvermeidung und des Klimaschutzes ist natürlich so gut wie irgend möglich. Ne? Denn die Außenwände eines Hauses sind die größte Oberfläche vom Haus und über die geht normalerweise auch sehr viel Wärme verloren. Und wenn man diese ganze große Oberfläche gut dämmt, dann spart man sehr viel Energie und CO2 hinten dran. Ich habe Ihnen zur Qualitätsbeurteilung mal so eine Tabelle gemacht von A bis G, wie Sie es vielleicht vom Kühlschrank kennen. A ist besonders effizient und G ist grausam ineffizient. Ne? In die A-Kategorie kommt man rein, wenn der U-Wert, das ist die Maßeinheit für den Wärmedurchgang eines Bauteils und wird gemessen in Watt Wärmestrom pro Quadratmeter Bauteilfläche und pro Kelvin Temperaturdifferenz. Ein Kelvin ist 1 Grad Celsius Unterschied. Ne? Also wenn der U-Wert kleiner als 0,15 ist, dann sind wir sehr in der Spitzenkategorie, wie es beim Neubau Passivhaus gefordert wird und wie es im Altbau auch herstellbar ist, in ganz vielen Fällen. Dafür benötigen Sie bei üblichen Dämmstoffen Dämmstoffdicken von 25 cm. Das heißt natürlich schon, dass wenn Sie jetzt einen Luftspalt von nur 6 bis 7 cm haben, kommt auf der anderen Seite irgendwo nochmal 20 cm drauf. Also es ist schon eine richtig dicke Dämmung dann, wie man sie im sehr guten Neubau macht und wie man sie im Altbau, wenn man will, eben auch herstellen kann. Hier in dem Haus, wo ich bin, gerade in unserem Bürogebäude, haben wir das auch so gemacht. Ne? Wir haben Luftschichtmauerwerk verfüllt und außen nochmal 20 cm zusätzlich gedämmt und haben super gute Dämmwerte. Und die Mieter sind glücklich ohne Ende über die niedrigen Heizkosten, ne? Und über die warmen Innenoberflächen ihrer Wände. Gut, Kategorie B ist, wenn Sie oberhalb von 0,15 bis 0,25 sind, dafür brauchen Sie insgesamt Dämmstoffstärken üblicher Dämmstoffe von 13 bis 20 cm. Wenn Sie davon jetzt die 6 bis 7 aus dem Hohlraum abziehen, haben Sie dann also noch 12, nein, nochmal 6, 7 bis 13 cm Zusatzdämmung außen oder innen. Und so weiter.
Also mit nur 7 cm Dämmung kämen sie gerade vielleicht so in C rein, mit nur 6 cm Dämmung sind sie irgendwo bei D, ne? In diesen Qualitätsmaßstaben und das unten drunter, das streben wir sowieso alles nicht mehr an. Das ist nur zur Orientierung, welche Wandbauarten in welche Kategorie fallen. Wenn Sie jetzt überlegen, ja gut, gute Dämmung haben Sie ja nichts dagegen, aber es kostet natürlich auch Geld und was bringt es denn? Ne? Dann können Sie mal das hier unten in Ruhe durchlesen. Da habe ich mal dargestellt, wie Sie die Menge der einsparbaren Wärmeverluste über eine Wand, ne? Und der dadurch einsparbaren Heizkosten über eine Wand zwischen beheiztem Raum und draußen, ne? Ermitteln können. Die einsparbaren Wärmeverluste ergeben sich nämlich ganz einfach aus dem Produkt der Größe der Wand in Quadratmetern mit der U-Wertdifferenz vorher nachher, ne, in Watt pro Quadratmeter Kelvin und der jährlichen Temperaturdifferenzdauer. Temperaturdifferenzdauer ist jetzt auch schon wieder so ein schwieriger Fachbegriff. Das ist ein Produkt aus Temperaturdifferenz und Zeit, ne, weil übers Jahr haben Sie ja so und so viele Stunden, so und so viel Temperaturdifferenz anstehen innerhalb der Heizperiode. Und die Temperaturdifferenzdauer in Norddeutschland für eine Heizperiode ist, je nachdem, wie warm Sie das Zimmer heizen, irgendwo zwischen 75 und 90 Kilokelvinstunden pro Jahr, also 1000 Kelvinstunden pro Jahr. Ne? Müssen Sie einfach multiplizieren. Quadratmeter mal Watt pro Quadratmeter Kelvin mal Kilokelvinstunden pro Jahr und dann haben Sie als Ergebnis Kilowattstunden pro Jahr. Und das können Sie sich ja wieder vorstellen. Ne? Also der Wärmestrom, der durch die Wand geht. So, und wenn Sie wissen, was Sie das in Heizkosten kostet, nehmen Sie die Kilowattstunden pro Jahr und multiplizieren die mit Ihrem Wärmepreis. Der Wärmepreis beträgt bei Ölgasheizung oder üblichen Heizungen irgendwas zwischen 7 und 10 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie mit Strom heizen sollten, kann er auch 28 Cent pro Kilowattstunde sein. Und dann haben Sie Cent pro Jahr und das teilen Sie durch 100, dann haben Sie Euro pro Jahr, ne? Also da kann man überschlägig damit mal ermitteln, wie viel Heizkosten man sich einsparen kann, wenn man von einem U-Wert vorher auf einen U-Wert nachher dämmt. Jetzt gibt es erfreulicherweise für die Dämmung von Außenwänden Zuschüsse, ganz Deutschland und in manchen Städten oder Bundesländern noch zusätzlich. Und das will ich auch noch kurz erläutern. Erstmal gibt es dafür Mindestanforderungen, die Sie einhalten müssen, um Fördermittel überhaupt zu kriegen. Dann gibt es Förderhöhen und dann gibt es verschiedene Wege, wie Sie an die Fördermittel kommen können. Die Mindestanforderungen. Es gibt drei wesentliche. Das eine ist im Gebäudeenergiegesetz, welches regelt, wie Häuser neu gebaut werden müssen und welche Vorschriften bei der Altbausanierung gelten. Gibt es für die Dämmung nur im Hohlraum keine Vorschrift? Können Sie machen, können Sie nicht machen, ist nichts geregelt. Gibt es bei der Dämmung auf der Innenseite auch keine Vorschrift? Und auch aus diesen Kombinationen noch keine. Und da gibt es nicht nur eine Vorschrift, wenn Sie Ihr Haus außen dämmen. Ob Sie es zusätzlich noch im Hohlraum dämmen, ist dann egal. Aber wenn Sie eine Außendämmung im Haus montieren, müssen Sie den U-Wert auf kleiner gleich 0,24 bringen. Ja. Das ist die gesetzliche Forderung, unabhängig von allen Zuschüssen. Wenn Sie aus der derzeitigen Bundesförderung, aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG, Zuschüsse haben wollen, entweder über den Förderweg BAFA, über den Förderweg KfW oder über den Förderweg übers Finanzamt, ne? Dann gibt es folgende Mindestanforderungen bei Dämmung nur im Hohlraum. Ist egal, wie dick Sie dämmen, weil die Hohlräume sind ja ein bisschen verschieden alle, aber Sie müssen einen Dämmstoff verwenden, dessen Wärmeleitfähigkeitsgruppe nicht höher als 0,035 ist. Oder 0,35 sagt man immer verkürzt, ne? Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,35. Also wenn Sie einen Dämmstoff dieser Qualität in den Hohlraum einbauen, ist es bezuschussungsfähig mit 20% der Kosten. Für die Innendämmung kriegen Sie aus den Bundesförderprogrammen keinen Zuschuss. Und wenn Sie eine Außendämmung machen, muss der U-Wert der Wand mit oder ohne Hohlraumdämmung, jedenfalls der gesamte Wandaufbau, darf nicht höher als 0,20 Watt pro Quadratmeter Kelvin sein. So, sollten Sie großen Ehrgeiz haben, bestmögliche Qualität herzustellen, können Sie sich auch am Passivhaus orientieren. Das ist die bestmögliche Neubauqualität und das Passivhausinstitut hat nicht nur für Neubauten, auch, sondern auch für Altbausanierungen in der NR-Fit-Berechnungsmodell Vorgaben gemacht, wie
hoch die U-Werte von Außenwänden dann maximal sein sollen und es ist 0,15 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Das ist natürlich schon eine richtig heftige Anforderung. Ich habe die hier in diesem Haus hingekriegt. Das ist ein Altbau aus 1952, ne? Aber das setzt eben eine Hohlraumdämmung plus in meinem Fall hier 20 cm Außendämmung voraus. Ich hatte eine alte Putzfassade, die war nicht schön. Da musste sowieso Gerüst hin und Fenster kamen neu und Dachüberstand wurde neu gemacht. Da habe ich auch noch eine dicke Außendämmung spendiert. So, bei KfW, BAFA Finanzamt, gibt es 20% Zuschuss, wenn Sie es als Einzelmaßnahme machen. Erkläre ich gleich nochmal ausführlicher. Sie kriegen höhere Zuschüsse, wenn Sie das Haus insgesamt gerade sanieren sollten. Manche Leute machen ja nicht nur die Wand, sondern haben irgendein altes Haus gekauft, wollen es komplett sanieren, machen Dach, Wand, Fenster, was weiß ich, Kellerdecke, Türen, Heizanlage. Und wenn Sie also eine Gesamtsanierung machen sollten, und dabei ein bestimmtes Effizienzhausniveau erreichen, dann gibt es noch deutlich höhere Zuschüsse als die 20% für Einzelmaßnahmen. Da gibt es nämlich Zuschüsse, kommt gleich noch, bis zu 50%. Und da gibt es dann als Anforderung, dass der Wärmeschutz der gesamten Gebäudehülle, der H-T-Wert, der sich also aus Dach, Wänden, Fenster, Türen, Kellerdecke und so weiter ergibt, gemessen am Referenzgebäude, welches 100% hat, ne, bestimmte Werte nicht überschreiten darf. Im einfachsten Förderfall darf es ein bisschen schlechter sein als das Referenzgebäude und beim Effizienzhaus 85, 70, 55, 40 im Altbau, nicht im Neubau, ne? Neubau gibt es ja, Effizienzhaus 55 ist gleich nicht mehr, aber im Altbau gibt es noch, müssen eben diese Prozentwerte erreicht werden. Um auszurechnen, wie Sie das hinkriegen können, brauchen Sie einen Energieberater, der Ihnen eine Energiebilanz macht. Das kriegen Sie nicht mit einer kleinen Dreisatzrechnung hin, ne? Aber ich erwähne das nur, dass Sie wissen, dass falls Sie eine Gesamtsanierung machen sollten, Sie hier richtig heftige Fördermittel kriegen können. Nämlich bei Einzelmaßnahmen nur 20%, habe ich jetzt schon gesagt. Und bei Gesamtsanierung zum Effizienzhaus, je nachdem, welches Niveau Sie hier erreichen, kriegen Sie Förderungen bis zu 50%. Also wenn Sie auf Top-Niveau sanieren, ne, und erneuerbare Energienbonus noch mit einstreichen, weil Sie auch eine erneuerbare Energien Heiz- oder Warmwasserversorgung haben, kommen Sie bis in diesen Bereich rein. Aber selbst bei dem geringsten, also dem noch schlechtesten Effizienzhausniveau, Effizienzhaus 100, ne, kriegen Sie immerhin zwischen 27 und 32% Förderung im Unterschied zu 20%. Also wann immer Sie an das Haus grundsätzlich rangehen wollen und nicht nur ein einzelnes Bauteil anfassen wollen, macht es vielleicht Sinn, sich mal so eine Energiebilanz von einem Energieberater berechnen zu lassen, um zu gucken, ob Sie so ein Niveau erreichen können, weil dann locken noch viel größere Zuschüsse und zwar für alles dann, nicht nur für diese einzelne Maßnahme. So, wenn Sie Fördermittel kriegen wollen, gibt es dafür verschiedene Förderwege. Es gibt nicht nur einen Weg, wie Sie ans Geld kommen, sondern sieben verschiedene. Ist nicht ganz so kompliziert, wie es klingt. Es unterscheidet sich erstmal in drei Gruppen, nämlich für Einzelmaßnahmen, was ich hier grün hingeschrieben habe, gibt es drei Wege. Für die Sanierung zum Effizienzhaus gibt es zwei Wege. Und dann gibt es noch ein paar Sonderzuschüsse für den Berater, den Sie beschäftigen, den Experten. Und vielleicht noch, da muss man immer gucken, gibt es noch woanders Zuschüsse? Bei der Stadt, bei den Stadtwerken, beim Kreis, bei Ihrem Bundesland oder wer auch immer da was fördern mag, ne? Ganz kurz. Wenn Sie ein selbstgenutztes Einfamilienhaus sanieren wollen, das Ihnen gehört, in dem Sie selber wohnen und es keine weitere Mietwohnung enthält, dann ist der einfachste Förderweg, wenn Sie eine Einzelmaßnahme, also nur Außenwanddämmung, keine Komplettsanierung machen wollen, dass Sie sich das Geld vom Finanzamt holen. Grundlage dieses Förderweges ist Paragraf 35c Einkommensteuergesetz. Können Sie googeln, kriegen Sie den Text gleich runtergeladen. Dieser Förderweg funktioniert so, dass Sie 20% auf die förderfähigen Kosten kriegen und diese 20% Zuschuss, die Sie ausgezahlt bekommen, wird in den nächsten 3 Jahren nach Fertigstellung zu jeweils einem Drittel von Ihrer zu zahlenden Einkommensteuer einfach abgezogen.
Sie müssen dazu nur mit der Schlussrechnung des Handwerkers zum Finanzamt gehen, die dort vorliegen. Und der Handwerker muss in dieser Rechnung bestätigen, dass bei den Bauteilen, die er da abrechnet, die technischen Mindestanforderungen eingehalten wurden, die ich vorhin erläutert habe. Also der U-Wert oder die Dämmstoffqualität. Dies ist der unkomplizierteste Förderweg. Sie brauchen dafür keinen Energieeffizienzexperten. Sie müssen bloß vorher mit dem Handwerker vereinbaren, dass er diese Qualität herstellt. Und er muss Ihnen auf der Schlussrechnung bestätigen, dass er sie hergestellt hat. Und damit gehen Sie zum Finanzamt. Es funktioniert übrigens nur, wenn Sie Einkommensteuer zahlen. Sollten Sie zu den wenigen glücklichen Menschen gehören, die keine Einkommensteuer bezahlen müssen, können Sie diesen Förderweg nicht nutzen, weil Sie kriegen vom Finanzamt nichts ausgezahlt. Sie kriegen nur eine zu zahlende Steuer verringert bis Minimum null, aber nicht weiter nach unten. So, wenn das Haus kein selbstgenutztes Einfamilienhaus ist, sondern mehrere Wohnungen enthält oder ein Nichtwohngebäude ist, dann kriegen Sie denselben Zuschuss von 20% von Einzelmaßnahmen auf Antrag von der BAFA. Dazu brauchen Sie einen Energieeffizienzexperten, der gegenüber der BAFA am Anfang bestätigt, dass das, was Sie vorhaben, förderungsfähig ist, also die Qualität hat, und der nachher oder bei der Ausführung auch guckt, ob Sie es richtig machen und am Ende auch bestätigt, dass Sie es richtig gemacht haben und Ihnen die Kosten, die der Handwerker vorlegt, abhakt gewissermaßen, prüft, ne? Weil die BAFA selber kommt nicht vorbei und guckt, ob Sie das richtig gemacht haben. Also dieser Förderweg steht für jedes Haus offen. Es gibt hier auch 20%. Umständlicher ist nur, weil Sie den Energieeffizienzexperten dazu brauchen. Wo Sie die finden, erkläre ich gleich nachher noch. So, jetzt gibt es noch einen dritten Förderweg für Einzelmaßnahmen, nämlich wenn Sie so eine große Einzelmaßnahme vorhaben, dass Sie dafür ohnehin einen Kredit brauchen, dann können Sie sich den Kredit von der KfW holen aus dem Programm 262. Und auf diesen Kredit kriegen Sie gleich am ersten Tag der Laufzeit einen 20-prozentigen Tilgungszuschuss. Das heißt, Sie müssen nur 80% zurückzahlen. Also darin besteht hier die Förderung. Die ist in absoluten Zahlen gleich hoch, wie wenn Sie den Zuschuss ausgezahlt bekämen. Auch für diesen Förderweg brauchen Sie einen Energieeffizienzexperten, weil auch die KfW nicht bei Ihnen auf der Baustelle vorbeikommt. Von diesen drei Förderwegen für Einzelmaßnahmen, Finanzamt, Abzug von der Einkommensteuer, BAFA, Auszahlung eines Zuschusses nach Fertigstellung oder KfW-Kredit, anfängliche Tilgung, Sondertilgung 20%, ne, also Kreditverringerung. Von diesen drei Wegen können Sie nur einen nutzen. Sie können für dieselbe Maßnahme nicht zwei verschiedene Wege nutzen. Sollten Sie aber am Haus verschiedene Maßnahmen machen, nehmen wir mal an, Sie machen einerseits das Dach und andererseits die Kellerdecke, erreichen aber nicht Effizienzhausniveau, sondern zwei Einzelmaßnahmen, ne? Dann können Sie eine Einzelmaßnahme übers Finanzamt und die zweite über BAFA und die dritte über KfW machen, ne? Also Sie können das aufteilen, wenn Sie wollen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie die Maximalbeträge, die pro Förderweg geregelt sind, die haben Sie hier auf den vorderen Folien auch draufstehen, 40.000, 60.000 und so weiter. Wenn Sie die überschreiten sollten, dann ist es sinnvoll, das in verschiedene Förderportionen aufzuteilen und vielleicht auch verschiedene Förderwege zu gehen, um dann nicht an die Kappungsgrenze zu kommen. So, bei der Sanierung zum kompletten Effizienzhaus, gibt es dann von der KfW entweder einen Zuschuss oder auch einen Kredit. Den Zuschuss dann, je nachdem, was Sie alles machen, 27 bis 50%. Und beim Kredit ist die Förderung gleich hoch, aber es wird eben dann wieder als Kreditreduzierung gemacht. Auch hier brauchen Sie einen Energieeffizienzexperten, der erklärt Ihnen dann alles Weitere. Genau. Wenn Sie einen Energieeffizienzexperten beschäftigen, kostet der Sie Geld, der will ein Honorar dafür haben. Dessen Honorar wird auch nochmal bezuschusst, und zwar mit 50%. Das wird Ihnen der Energieeffizienzexperte sicher auch selber sagen, dass Sie nicht so über seine Honorarforderung erschrecken, ne? Aber das muss unabhängig davon beantragt werden, der Zuschuss für das Honorar Ihres Energieberaters. So, jetzt kommen wir zur Förderung.
Da ändert sich immer wieder was, deswegen habe ich diesen Teil neu aufgenommen am 1. August 2022, nach den Regelungen, die jetzt gerade vor 2 Tagen neu gemacht worden sind. Dieser letzte Teil gliedert sich in: Was sind die Mindestanforderungen für Förderung? Was ist die Höhe der Förderung, die man heute bekommen kann? Und was sind die verschiedenen Wege, wie man Fördermittel für Außenwanddämmung erhalten kann? Erstmal die Mindestanforderungen. Es gibt 3 verschiedene Kriterien, die man anlegen kann. Das eine ist Gebäudeenergiegesetz. Was ist sowieso vorgeschrieben, wenn man eine Außenwand von innen neu bekleidet oder von außen neu bekleidet? Klinker ab, Eternit ab, Holz ab, Putz vollflächig ab und neu. Ne? Das sind alles Anlässe, wo das Gesetz vorschreibt, dann muss auch gedämmt werden. Das Gebäudeenergiegesetz sagt bei Innendämmung keine Vorgaben, kann jeder machen, wie er will. Aber bei Außendämmung, egal ob wegen Putzerneuerung oder Fassadenerneuerung, muss ein U-Wert nicht höher als 0,24 Watt pro Quadratmeter Kelvin erreicht werden. Ohne Förderung. Das ist gesetzliche Vorgabe. Wenn man nun Fördermittel aus KfW, BAFA oder Finanzamt haben will, also aus der heutigen Bundesförderung, gibt es bei Innendämmung keine Förderung. Bei Außendämmung gibt es die Anforderung, dass der U-Wert der Wand dann kleiner als oder gleich 0,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin sein muss. Und eine andere Anforderung gilt bei Außenwänden, die Hohlschichten enthalten, die man mit Dämmstoff füllt, dass der in den Hohlraum eingebrachte Dämmstoff einen Lambda-Wert kleiner 0,035 Watt pro Meter Kelvin, das ist also die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes, nicht der gesamten Wand, haben muss. Wenn man heute mit Styroporkügelchen oder mit Steinwolle oder Glaswolle einbläst, sind diese Werte erreichbar. Nur mal zur Orientierung: Es gibt aus anderen Anlässen noch andere Anforderungen für zu sanierende Wände, aus der Passivhauswelt zum Beispiel, wo im Neubau schon lange Wände mit U-Wert unter 0,15 verlangt werden und wo auch bei der Altbausanierung, also in der FIT-Sanierung, das ist Passivhaus im Altbau, ein U-Wert für die Außenwand unter 0,15 empfohlen wird. Wir sind also mit diesen öffentlich geförderten Altbauqualitäten der heutigen Bundesförderung noch nicht in dem Niveau, wo wir mit der Passivhaussanierung hinkämen. Also verpflichtende Mindestanforderungen nach Gesetzgeber, höhere Anforderungen für Fördermittel, Passivhaus nur als Orientierung. Und jetzt gibt es noch eine weitere Qualitätsgrenze. Wenn man im Haus nicht nur Einzelmaßnahmen macht, sondern wenn die Außenwanddämmung Teil einer Gesamtsanierung ist und man das Haus insgesamt zu einem Effizienzhaus saniert, dann gibt es ja die verschiedenen Effizienzhausniveaus 85, 70, 55, 40. Früher gab es noch 100, das gibt es nicht mehr. Das ist die Änderung. Wo man in der Gesamtenergiebilanz des Hauses ausrechnet, was ist der mittlere U-Wert, der H-T-Wert, also der mittlere Wärmedurchgang der gesamten Gebäudehülle, also das Dämmniveau gewissermaßen, ne? Und was ist der QP-Wert, der Primärenergiebedarf des Hauses? Und diese verschiedenen Effizienzhausniveaus 85 bis 40 haben ihre Ziffern hinten daher, wie der Primärenergiebedarf im Verhältnis zu einem gleichartigen Gebäude mit Referenzbauteilen, wie viel niedriger der sein muss. Wenn er nur 40% des Primärenergiebedarfs des Referenzhauses betrifft, dann ist es ein Effizienzhaus 40. Wenn er 85% des Primärenergiebedarfs des Referenzhauses hat, dann ist es ein Effizienzhaus 85 und so weiter. Und dies ist die eine Anforderung, nämlich dieser Primärenergiebedarf. Und für diese verschiedenen Qualitätsstufen, 85 bis 40, gibt es dann noch eine zweite Anforderung an die Dämmung, nur an die Dämmung. Das ist der H-T-Wert. Aber den gibt es jetzt nicht nur für das einzelne Bauteil. Also da muss nicht die Außenwand einen bestimmten U-Wert haben oder die Kellerdecke oder die Fenster, sondern der Mittelwert aller Teile der Gebäudehülle, also der mittlere U-Wert der ganzen Gebäude, muss den 100% Wert vom Referenzgebäude um so und so viel Prozent unterscheiden. Das ist kompliziert, hilft nichts, ne? Wenn man das rauskriegen will, bei einer Gesamtsanierung muss man eine Energiebilanz für das ganze Haus erstellen. Da kommen dann diese Rechenwerte hinten raus. Und dann kann man gucken, ob man genügend gedämmt hat, um diese Anforderungen auch zu erfüllen.
So, wie hoch ist nun die Förderung für Außenwanddämmung am Altbau? Da hat sich auch was geändert. Es gibt ja die verschiedenen Förderwege über Finanzamt, BAFA, KfW, erkläre ich gleich noch. Und es gibt die Unterscheidung, ob man jetzt Fördermittel nur für eine Einzelmaßnahme, also ich dämme nur die Wand, sonst mache ich nichts, ne? Oder Fördermittel, weil ich das ganze Haus zum Effizienzhaus saniere, bekomme. Bei Einzelmaßnahmen ist im Moment möglicherweise nur vorübergehend die Situation, dass man auf dem Förderweg übers Finanzamt noch 20% für die Einzelmaßnahme bekommt, wenn man diese Mindestanforderungen einhält. Aber auf dem Förderweg BAFA und KfW-Kredit nur 15% für die Einzelmaßnahme bekommt. Ich fürchte, dass das Finanzamt Paragraph 35c demnächst auch angepasst wird, dann kriegt man überall nur 15%, aber im Moment haben wir gerade noch diese Phase. Bei einer Gesamtsanierung zum Effizienzhaus hängt es davon ab, welches Effizienzhausniveau man erreicht, und dann kriegt man für alle Maßnahmen, die dafür notwendig waren, Förderungen zwischen 5% und 20% für die reine Maßnahme, erhöht um plus 5% jeweils, wenn man den erneuerbaren Energiebonus noch bekommt, also wenn man künftig mit überwiegend erneuerbaren Energien heizt, und erhöht um weitere 5%, gegebenenfalls, wenn das alte Haus so schlecht war, dass es zu den Worst Performing Buildings gehört. Es gibt eine bestimmte Qualitätsgruppe ganz besonders schlecht gedämmte Häuser. Ne? Die kriegen nochmal Trostprozente obendrauf, dafür, dass sie auf dieses Niveau dann angehoben werden. Diese zweiten plus 5% kriegt man aber nur, wenn man das hohe Niveau Effizienzhaus 55 oder 40 erreicht, nicht dagegen, wenn man die mäßigeren Niveaus Effizienzhaus 85 oder 70 erreichen will. Die Tabelle zeigt es eigentlich ganz übersichtlich. In der Summe gibt es also entweder 20% für Einzelmaßnahme selbstgenutztes Einfamilienhaus oder 15% für Einzelmaßnahme andere Häuser oder 5% bis 30%, wenn man zum kompletten Effizienzhaus hohen Niveaus saniert. Jetzt hatte ich gerade schon verschiedene Förderwege nebenher erwähnt, die ich noch mal kurz richtig erklären will. Es gibt vier Förderwege, drei verschiedene für Einzelmaßnahmen und einen für die Sanierung zum Effizienzhaus. Und dann gibt es noch weitere Fördermittel. Für die Einzelmaßnahmen gibt es die drei alternativen Förderwege übers Finanzamt, über die BAFA oder über einen KfW-Kredit. Für die Sanierung zum Effizienzhaus gibt es nur noch einen Förderweg, nämlich KfW-Kredit. Nicht mehr den bisherigen Förderweg Zuschuss für Effizienzhaus, den haben Sie gestrichen. Und die erkläre ich jetzt gerade noch einzeln. Dieses hier, Finanzamtszuschuss für Einzelmaßnahmen, ich muss mich weiter auf die Seite schieben, ich sehe es schon, ist der einfachste Förderweg. Er gilt aber nur für das selbstgenutzte Einfamilienhaus. Wenn das Haus vermietet ist oder wenn es mehrere Wohneinheiten enthält, wovon eine vermietet ist, ist dieser Förderweg nicht nutzbar. Er ist auch nur nutzbar, wenn das Haus mindestens 10 Jahre alt ist. Gefördert über diesen Paragraph 35c Einkommensteuergesetz werden Handwerkerleistungen einschließlich Material. Aber nicht nur das Material bei Eigenleistung. Also Eigenleistung ist nicht förderfähig in keinem dieser Förderprogramme. Der Vorteil dieses Förderweges über das Finanzamt ist, man muss vorher keinen Antrag stellen. Man braucht auch keinen kostenpflichtigen Energieeffizienzexperten, sondern es genügt, wenn der ausführende Handwerker am Ende in seiner Rechnung bestätigt, gibt es ein Formular für, dass die an dem Bauteil, wo er die Leistungen erbracht hat, gestellten U-Wert-Anforderungen eingehalten sind. Also bei der Außenwand wird er bestätigt, ich habe durch meine Dämmmaßnahme an dieser Wand einen U-Wert von 0,20 eingehalten, dann reicht dies diesem Finanzamt als Qualitätsnachweis. Wie funktioniert dieser Förderweg? Man vergibt den Auftrag, man kriegt am Ende eine Rechnung. Auf der Rechnung und auf diesem Formular Bestätigung bestätigt der Handwerker eben, dass diese Qualität erreicht wurde. Damit geht man dann zum Finanzamt und sagt, ich möchte diesen Zuschuss jetzt gerne von meiner zu zahlenden Einkommensteuer abgezogen bekommen.
Das ist also der Trick. Man kriegt es nicht bar ausgezahlt, sondern man kriegt es von der zu bezahlenden Einkommensteuer abgezogen. Setzt voraus, dass man so viel Einkommensteuer zahlen muss. Bezieht sich aber nicht auf ein Jahr, sondern auf 3 Jahre. Das heißt, im ersten Jahr bekommt man ein Drittel des Zuschusses, auf den man Anspruch hat, von der Einkommensteuer abgezogen, im zweiten Jahr nochmal ein Drittel, im dritten Jahr nochmal ein Drittel. Ne? Förderfähig mit diesem Förderweg sind maximal 40.000 Euro pro Wohneinheit. Also die Komplettsanierung eines Hauses ist damit nicht förderfähig. Ne? Aber Einzelmaßnahmen durchaus, wenn sie diesen Kostenrahmen nicht übersteigen. Wichtig ist der Hinweis, dass es eben nur kassenwirksam wird für den Bauherrn, wenn er tatsächlich so viel Einkommensteuer zahlt, von der man diese Summe abziehen kann. Wenn er weniger oder gar keine Einkommensteuer zahlt, kann man davon auch nicht so viel abziehen und die Differenz wird einem nicht erstattet. Dieser einfachste Förderweg über Finanzamt beim selbstgenutzten Einfamilienhaus ist nicht kumulierbar mit parallelen anderen Förderwegen. Wer also BAFA-Zuschüsse beantragt oder KfW-Darlehen für die Maßnahme beantragt oder von der Stadt Detmold oder von irgendeiner Kommune noch einen Zuschuss kriegt, aus einer anderen öffentlichen Kasse, kann nicht parallel übers Finanzamt gefördert werden. Das ist wichtig zu wissen. Aber für die Leute, die nur am Einfamilienhaus was machen, mit dem Handwerker, ist es der einfachste, unkomplizierteste Weg. So, zweiter Förderweg, BAFA-Zuschuss für Einzelmaßnahmen. Hier ist also der Fördermittelgeber nicht das Finanzamt, sondern die BAFA, Bundesamt für Außenwirtschaft. Grundlage ist diese Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, WG, Wohngebäude. Die Richtlinie ist von 2020, aber jetzt aktualisiert worden, letzte Woche, 18.07.22. 28.07. muss es heißen. Entschuldigung, Schreibfehler, 28.07. Halt, ich bin eins zu weit gesprungen, hier ist es. Diese BAFA-Zuschüsse im Unterschied zur Finanzamtsförderung sind für jedes Wohngebäude möglich, also auch ein vermietetes oder ein Mehrfamilienhaus, egal wie viele Wohnungen es enthält. Also nicht nur für selbstgenutzte Einfamilienhaus. Förderkriterien sind die gleichen. Es werden nur Handwerkerrechnungen gefördert, Material und Lohn. Eigenleistung ist nicht förderfähig, nur Material alleine auch nicht. Hier ist ein vorheriger Antrag notwendig. Diesen Antrag darf man nur stellen, wenn man von einem Energieeffizienzexperten begleitet wird, der ein Honorar verlangt dafür. Das liegt daran, dass die BAFA selber nicht die technischen Unterlagen prüft und auch nicht selber vorbeikommt und guckt, ob es richtig gemacht wird, sondern die BAFA delegiert diese Prüfaufgaben an die freiberuflichen Energieeffizienzexperten. Bei diesem BAFA-Zuschuss bekommt man auf Einzelmaßnahmen 15% Zuschuss nach Fertigstellung und Abrechnung. Bei der Abrechnung prüft der Energieeffizienzexperte wiederum, ob die auf der Rechnung stehenden Kosten ganz oder nur teilweise dieser förderfähigen Maßnahme zuzurechnen sind. Förderfähig ist hier ein etwas höherer Betrag, nämlich 60.000 Euro Kosten pro Wohneinheit. Auch dieser Förderweg ist nicht kumulierbar mit den anderen Bundesförderwegen, Finanzamt oder KfW-Kredit, ist aber kumulierbar mit Kommunalförderung. So, der dritte Förderweg ist der KfW-Kredit mit Tilgungszuschuss. Dieser Förderweg ist für Leute sinnvoll, die sowieso einen Kredit brauchen. Die sollten dann einerseits zu ihrer Hausbank gehen, andererseits zur KfW gucken, wo kriegen sie den günstigeren Kredit. Und bei dem KfW-Kredit müssen sie dann überlegen, okay, diesen Kredit muss ich nicht zu 100% zurückzahlen, sondern ich kriege gleich am Anfang 15% des Kreditbetrages erlassen. Das ist hier der Zuschuss. Der Zuschuss besteht also in einer Reduzierung des aufgenommenen Kredites gleich am ersten Tag um 15%. Nur den Rest muss ich zurückzahlen und verzinsen. Verfahren ist das gleiche wie beim BAFA-Zuschuss. Ich muss vorher einen Antrag stellen, in diesem Fall über die Hausbank, den Kreditantrag. Ich brauche auch einen Energieeffizienzexperten, der die geplanten Maßnahmen daraufhin prüft, ob sie mit den Bestimmungen und den Kriterien, Anforderungen übereinstimmen.
Der Experte prüft dann auch die Ausführung und bestätigt am Ende, dass diese Summe jetzt ausgezahlt werden darf oder richtig verwendet worden ist. Auch hier gibt es eine maximale Kredithöhe pro Wohneinheit und Maßnahme. Ist auch nicht kumulierbar mit den anderen beiden Bundesförderprogrammen, aber mit Kommunalprogrammen zum Beispiel. Will man nun sein Haus nicht nur Einzelmaßnahme, sondern insgesamt sanieren zum Effizienzhaus, dann gibt es auch diese KfW-Kreditvariante. Funktioniert genauso vom Abwicklung her. Hier gibt es, also bei der Sanierung zum Effizienzhaus gab es früher auch eine Zuschussvariante, die gibt es jetzt nicht mehr. Also wer ein Altbau zum Effizienzhaus saniert und in dem Rahmen die Außenwände dämmt, kann nur noch diese Kreditvariante beantragen. Konditionen sind die gleichen, nur der Tilgungszuschuss auf den Kredit ist hier unterschiedlich, je nachdem, welches Effizienzhausniveau man erreicht und ob man noch diese EE-Qualität und diese vorher ganz schrecklich gewesen Zusatzpunkte hat, ne, kann man zwischen 5% und 30% Tilgungszuschuss auf diesen Effizienzhauskredit kriegen. Wenn man eine Fördervariante über BAFA oder KfW wählt und dafür einen Energieeffizienzexperten benötigt, der ja Geld kostet, kriegt man für dessen Honorar auch einen Zuschuss, und zwar in Höhe von 50%. Darauf wird ein dieser Experte vermutlich auch selbst hinweisen, dass er nicht so teuer ist, wie es scheint, sondern dass man seine Kosten ja zu 50% wiederum erstattet bekommt. Hier ist es wichtig, dass dieser Experte unabhängig von der ausführenden oder liefernden Firma sein muss. Also der Handwerker, der eine Leistung erbringt, kann nicht selber der Experte sein, der dieses Honorar nachher bezuschusst bekommen will. Es muss ein davon unabhängiger Experte sein. Genau. So, neben diesen vier hauptsächlichen Wegen, Finanzamt, selbstgenutztes Einfamilienhaus, Einzelmaßnahme, BAFA, Zuschuss, Einzelmaßnahme, KfW Kredit, wahlweise Einzelmaßnahme oder Effizienzhaussanierung und Zuschuss für die Leistungen eines Experten. Ne? Kann es noch weitere Fördermittel geben? Manchmal haben die Bundesländer Programme, manchmal hat die Kommune ein Programm, manchmal das örtliche Energieversorgungsunternehmen. Wenn man da einen Überblick kriegen will, muss man die verschiedenen Quellen durchsuchen. Es gibt Fördermitteldatenbanken im Internet. Stadt, Kreis und Landverwaltung kann man anfragen oder auf deren Website gucken. Banken und Steuerberater können einem weiterhelfen. Bei gewerblich genutzten Gebäuden hilft einem auch die IHK oder ein Branchenverband weiter, was es da für Zuschüsse geben kann. Und ganz oft wissen es auch die Anbieter von den Leistungen, also die Handwerker, die das ausführen sollen, wo es Fördermittel dafür gibt. Manche sind kumulierbar mit den Bundesmitteln, manche nicht. So, dann kommen wir zum Fazit. Sollten Sie eine nicht oder nur schlecht gedämmte Außenwand haben, empfehle ich Ihnen, diese zu dämmen. Außenwände sind große Flächen im Haus meistens, wo man erhebliche Effekte erreichen kann. Das verringert die Heizkosten, das verringert die CO2-Emissionen, das macht es thermisch komfortabler im Haus, weil die Innenoberfläche der Wand im Winter wärmer ist. Wenn Sie nicht nur ein selbstgenutztes Einfamilienhaus sanieren wollen, sondern ein größeres Gebäude, müssen Sie die Förderwege vorher genau durchdenken. Beim Einfamilienhaus ist es unkomplizierter und Sie müssen Ihre Anträge rechtzeitig stellen. Angebote einholen, auch Planungsaufträge dürfen Sie vorher vergeben, aber die Bauleistungen dürfen Sie nicht beauftragen, bevor Sie nicht Ihre Anträge gestellt und gegebenenfalls sogar den Förderbescheid bekommen haben. Dann müssen Sie die Richtlinien genau durchlesen. So, jetzt sind wir am Schluss. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, und sollten Sie noch mehr Informationsbedarf haben, sind hier noch vier Links aufgelistet, wo Sie weitere Informationen bekommen können. Wir haben im Bereich unserer Videos auf unserer Website nei-dt auch zu anderen Bauteilen, anderen Bauausführungen, anderen Vorgehensweisen Energieberatungsvideos, ähnlich wie diesen hier stehen. Wir haben auf unserer Website eine große Rubrik in Fachinformationen, da können Sie das auch nochmal nachlesen, statt als Video angucken.
Wir beraten Sie auch gerne individuell, kostenlos oder auch entgeltlich, je nachdem, woher Sie kommen. Das finden Sie in unserer Unterverzeichnis Dienstleistungen beschrieben. Und wenn Sie einen Energieeffizienzexperten benötigen, ich bin keiner, also auf mich brauchen Sie da nicht zukommen, dann gehen Sie auf die Website Energieeffizienzexperten mit Bindestrich zwischendrin und geben da Ihre Postleitzahl ein und da finden Sie die für BAFA und KfW nötigen Experten. Ja, dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und verabschiede mich.